Hallöchen, heute wieder eine Buchreview. Und zwar Krieg der Welten von H.G. Wells. Erst einmal muss ich sagen, diesen Film von Spielberg könnt ihr vergessen. Dieser Film ist absolut peinlich, traurig, banal, überhaupt nicht ernst. Ist einfach nur Hollywood, quietschbunter Klischee-Matschhaufen. Filmscheiße. Reicht. Also zwei Sachen sind gut bei diesem Film. Die Musik von John Williams, die hat mir doch wieder mal gefallen. Und der Kameramann. Die Arbeit des Kameramanns ist mir aufgefallen. Die war wirklich richtig gut. Aber das Gesamtkonzept von Spielberg war für die Mülltonne. In H.G. Wells' Roman Krieg der Welten, der ja auch schon von Orson Welles in diesem Hörbuch realisiert wurde, wo die Leute durchgedreht sind, als weil sie das für real gefunden haben, weil es halt damals noch kein Fernseher gab, geht es ja um die Invasion der Erde durch Marsmenschen. Und was ich gleich mal sagen muss, also der Film ist ja irgendwie total übertrieben und das ist, auch das Verhalten ist so, weiß ich nicht, wie man es beschreiben soll, jedenfalls ist das im Buch viel interessanter, weil die verhalten sich viel näher an der Realität. Beispielsweise, als sie die UFOs dann finden, ist da eine riesige Ansammlung von Menschen erstmal. Die Kinder sitzen da und schmeißen mit Steinen auf die fremdartigen Gegenstände, aber dann löst sich das wieder auf und die Leute interessieren sich gar nicht mehr dafür. Und H.G. Wells hat ein paar geniale Sachen gemacht in diesem Buch. Zum einen ist die Sache mit der Realität und wie man solch eine Situation akzeptiert oder überhaupt damit umgehen kann. Das Geniale ist, es gibt, also nachdem die Außerirdischen angegriffen haben und schon einige Leute gestorben sind, flüchten die ja von diesem Platz, wo die Außerirdischen gelandet sind. Und da geht der Hauptprotagonist in ein Steakhouse. Und das Geniale ist, das ist so wie, als wenn er das geträumt hat. Keiner in diesem Steakhouse hat was davon mitgekriegt. Das ist absolute Ruhe, Normalität. Und er hat in seinem Kopf den Eindruck, habe ich mir das jetzt eingebildet? War das Fantasie? Nee, es war was passiert, ja. Und das Buch ist halt so wirklich sehr realistisch geschrieben. War erst nicht so sicher, weil bei Amazon, ja, wurde geschrieben, das ist eine alte Sprache und das funktioniert halt nicht mehr, es funktioniert genial, es ist so glaubwürdig. Und was H.G. Wells auch noch geschafft hat in diesem Buch, es geht um diese Invasion der Marsmenschen, aber er hat es auch noch geschafft, dass man den Eindruck hat beim Lesen, dass das alles eine Fantasievorstellung des Hauptprotagonisten ist. Es gibt eine merkwürdige Stelle. Da kracht so ein Bein des Tripods, also das sind ja dreibeinige Schüsseln, kracht auf dem Boden neben ihn, verschwindet und ganz plötzlich ist da so ein religiöser Typ und der redet über Gott und sehr merkwürdige Situation. Und der Hauptprotagonist verschwindet dann von dieser Stelle und naja, der Typ ist dann auch weg. Oder beispielsweise steht dann in seinem Haus, er sieht wieder alles niedergebrannt wird, wie die kämpfen und es kommt irgendwoher so ein Soldat zu seinem Haus und unterhält sich mit ihm. Ich glaube sogar, der kam zweimal. Das ist ziemlich interessant an diesem Buch, dass H.G. Wells noch geschafft hat, so eine Irrationalität noch mit reinzubringen. So nach dem Motto, ist das jetzt wirklich passiert? Wo kommen die fremde Person her? Und dann gab es eine Stelle, die war richtig genial. Also im Film gibt es ja auch diese Stelle mit dem Haus. Das ist alles ziemlich affig und es ist auch so, dass, glaube ich, die streiten sich. Also das Haus wird niedergerissen, wo die drinne sind. Und das Haus, wenn das weggerissen ist, da liegt das Raumschiff drin, also etwas weiter unten. Und die gucken vom Haus oben unten rein. Und jedenfalls, das mit dem Blut stimmt. Also die trinken ihr Blut. Das stimmt, die saugen das Blut aus, ernähren sich davon. Und da gibt es halt diese geniale Stelle, auf einmal völlige Ruhe. Es ist keiner mehr da, alle weg. Und der läuft so durch den Ort. Und in meinem Kopf hatte ich so das Bild von so einem Dorf, von so einem kleinen Ort, wo die Sicht auch begrenzt ist. Und du hast wirklich den Eindruck, du bist der letzte Mensch auf der Welt. Und da hatte ich beim Lesen dann wirklich wieder den Eindruck, das hat er sich alles nur eingebildet. Weil er war nichts mehr und, na gut, der ist dann ein Stück weitergegangen, hat dann die Außerirdischen wieder gesehen, wieder irgendwo in einer Vertiefung der Erde lagen den drin und sahen ziemlich krank aus, weil die Viren, die ja dann befallen, also. Und den Film von Spielberg könnte wirklich, der ist grottenschlecht. Das ist wirklich Hollywood und die Sache mit dem Auto existiert im Buch überhaupt nicht. Der Streit mit dem Sohn ist erfunden. Ja, ich habe das jetzt, weiß ich nicht mehr gelesen. Ich weiß nicht mehr so genau, was hier so alles drin steht. Ist jedenfalls ein verdammt geniales Buch. Und sehr glaubhaft. Man kann sich das bildlich richtig gut vorstellen, was da passiert. Man hat doch nicht den Eindruck, dass das Buch von Anno dazu mal geschrieben ist, sondern, weiß nicht, noch nicht so lange, ja, aber es ist von 1898. Wow, da war es Copyright 1972. Oh, das kam da schon ziemlich spät raus.
Wer aber soll hausen in jenen Welten, wenn sie bewohnt sein sollten? Sind wir oder sie die Herren des Alls? Und ist dies alles dem Menschen gemacht? Kepler zitiert in Burtons Anatomie der Melancholie 1621. Naja, ich weiß nicht, ob diese Buch-Review jetzt befriedigend war. Keine Ahnung.